herzlich willkommen bei einer weiteren Folge FIFA 16 Karrieremodus mit dem Hamburger SV. Uns geht direkt rein. Heute wieder eine Doppelfolge. Das V spielt im Volksparkstadion gegen VfL Bochum, den Aufsteiger, der noch wirklich alles geben könnte, um in der ersten Liga zu bleiben. Der HSV braucht jeden Punkt, um einen Traum wahr werden zu lassen, nämlich deutscher Meister zu werden. In dieser Folge siehst du jetzt hier die Highlights von HSV gegen VfL Bochum und dann die Tabelle und danach natürlich dann gegen Eintracht Frankfurt. So, wir sehen, lieber Bro, Correa muss mal wieder punkten, denn er ist nur noch Platz 3, zumindest Tore schießen so rum, nur noch Platz 3 mit 10 Toren. Und Martial, der Ex-Hamburger, der bei uns, ja, er hätte noch ein bisschen Zeit gebraucht, um hier aufzublühen, aber ich dachte dann, der Tausch wäre klüger mit Douglas Costa und so weiter. Und damit ist er rübergegangen, Martial jetzt auf Platz 1. Tim Hennings im Tor, dann ist Riedewald wieder da mit Ginter, Durm und Shaw. Bellerin für ein Spiel gesperrt, Stolz, Emre Can wieder im Zentrum. Holpi spielt, Sané angeschlagen, Kane spielt, Ankre Correa natürlich vorne. Und rechts wieder Douglas Costa, Coutinho nur auf der Bank. VfL Bochum spielt mit Manuel Riemann im Tor, dann haben wir Jan Schimonek, Anton Pertl, Gülselmann, Silja, Weiß, Bullut, Terodde, Bullut und so, toller Spieler, ja nicht mehr bei Bochum unterwegs. Stolz macht das richtig gut, Stolz, raus auf Angel Correa, aber das wird nichts und dann ist da Kane, Tor, 1:0. Und Harry Kane macht in seinem dritten Spiel sein drittes Tor. Wie schön ist das denn bitte? Hier nochmal. Aber es war nicht das schönste Tor. Trotzdem, Ankre Correa richtig gut gemacht. 1:0. Fehler jetzt von Losilla und jetzt leider ein Abseits von Ankre Correa. Das habe ich mir ein bisschen schöner gedacht. Riemann hätte auch gehalten, das wäre auch überragend gewesen. Und wieder die Bochumer. Nein, Durm bekommt die Pille. Jetzt mal eine Konterchance vielleicht. Emre Can, Kane der Torschütze, macht er überragend, macht er richtig gut. Aber dann kann Can nicht gegen zwei ran. Und deswegen sind wir schon in der 40. Minute und nochmal Bochum jetzt. Vielleicht mit einem Ausgleich jetzt in diesem. Ja! Es gibt's doch gar nicht. Terodde, der Mega-Goalgetter von Bochum und damals noch Union Berlin, macht das 1:1 und es ist fast ein bisschen schon verdient und ärgerlich zugleich. Überragend. Ay, caramba! Ganz schlecht verteidigt von Ginter und Riedewald, die beide auf den Spieler draufgehen. Dadurch hat Terodde überhaupt erst den Platz, an Hennings Tor zu kommen. Es gibt leider den 12. Gegentreffer in dieser Saison. Wir fangen an, ein bisschen zu schwächeln, was die Null da hinten angeht. Wir haben die letzten Minuten der ersten Halbzeit und da bleibe ich bei den Highlights-Videos immer gerne noch ein bisschen drin und gebe so ein Endfazit und wir schauen mal, was noch geht. Douglas Costa auf Harry Kane. Ankre Correa, wie gesagt, der muss mal wieder treffen. Aber er will zurzeit einfach auch nicht. Schade eigentlich. Er kann die Torjägerkanone bald vielleicht holen, wenn er da mal was tun würde. So, Emre Can. Emre Can auf Durm. Und er zieht einfach mal ab. Und was für ein Wumms! 2:1. Erik Durm. Aber das war ein richtig schöner Wumms vom Ex-Dortmunder. Vom Rechtsverteidiger. Richtig schönen Platz hier gehabt und schießt drauf und wumms die Latte und das war drin. Es gibt gleich nochmal die Torlinientechnik für uns, für diese Szene. Aber da sieht man klar und deutlich, der ist drin. Und das war ein richtig schöner Schuss. Da kann Riemann so viel springen, wie er will. Sein erstes Bundesliga-Tor. Das überrascht mich ein wenig. Und dann auch noch so ein schönes, schnieke Ding. Das freut mich noch mehr. Stolz. Richtig gut. Jetzt kommt vielleicht noch das 3:1. Jetzt ist ein bisschen Platz mal für die Hamburger. Correa spielt das gut. Harry Kane und da ist das 3:1. Jetzt kam es aber schnell in der Nachspielzeit. Ich habe nichts an der Taktik geändert. Vielleicht wollte Bochum zu viel beim 1:1. Und jetzt ging es schnell.
Jetzt ging es richtig schnell. Erst Sturm, dann Correa auf Kane und Kane macht einen Doppelpack und sein viertes Saisontor. Der ist angekommen jetzt und macht Sané Konkurrenz. Harry Kane, der doch mal nur bei der EM so gespielt. Sehr schön. Und damit ist es wahrscheinlich innerhalb von nur 2 Minuten gelaufen für Bochum. Da in der zweiten Halbzeit müssen sie richtig Gas geben, wenn sie hier noch mindestens einen Punkt holen wollen. Vielleicht geht ja auch mal eine höchste Sieg der Saison. Das wäre auch mal eine schöne Sache, ehrlich gesagt. Wer weiß. Mal gucken, was in der zweiten Halbzeit noch so geht. Die Bayern führen 1-0 und es gibt einen Wechsel bei uns durch Müdigkeit. Douglas Costa muss raus, Shaqiri kommt rein. Stolz, noch wenig gesehen heute. Da kommt er einfach durch, der Stolz, und dann ist Anton da. Aber Stolz rennt schon wieder drauf. Vielleicht Bochum jetzt mal mit Kontermöglichkeit. Eigentlich wollte ich ein bisschen Ruhe reinbringen, aber wir haben irgendwie ohne meine Erlaubnis aufgemacht. Das ist typisch FIFA 16. Bullet auf Terodde, der ja hier schon ein Tor gemacht hat, spielt das hier richtig gut, Lo Silva. Über die linke Seite Bochum, die wirklich nicht aufgeben, und das zeigt mal wieder Sympathiepunkte bei den Bochumern. Jetzt aber nicht ganz so gut gespielt, bleiben aber im Ballbesitz. Über die linke Seite müsste eigentlich die Flanke kommen. Bochum weiß aber nicht wie, jetzt kommt sie rein und Riedewald müsste wegköpfen, aber Lo Silva kommt an den Ball, aber das waren glaube ich 5 Meter daneben. Wieder die Bochumer, Niederlechner über die rechte Seite jetzt, Bullrot. Super Offensive haben ja die Bochumer so von den Namen her, und da kommt ein Wahnsinnsschuss. Tim Hennings muss parieren. Also Bochum macht hier eine bessere zweite Halbzeit als die Hamburger, die so gut diese erste Halbzeit beendet haben. Mit einem harten Einsatz von Shaqiri. Und hier nochmal die Parade von Hennings. Die darauf folgende Ecke. Kann Bochum einen Anschlusstreffer machen? Wird das nochmal ein spannendes Spiel? Gegen die Kleinen verhauen wir es ja meistens. Das ist wieder gut. Hennings. Nächste Ecke, aber es gibt vorher nochmal einen Wechsel. Seht ihr jetzt oben links eingeblendet. Gucken wir uns jetzt nicht an. Gulden kommt für Tobias Weiß. Oh, die Ecke ist gut, schlecht gedeckt. Und der ist drin, aber leider abseits. Leider abseits. Das ist bitter für Bochum. Das hätte ich dir jetzt schon fast ein bisschen gegönnt. Für noch mehr Spannung in diesem Spiel. Schauen wir nochmal. Schlecht gedeckt, tolle Ballannahme. Und leider sind hier 3 im Abseits. Gulden, der frische Mann, spielt das auch wieder rüber. Richtig gut auf Bullot. Hennings klärt und Ginter muss da ran. Immer noch heiße Phase. Gulden. Mein Gott, Bochum spielt hier besser als die Dortmunder, muss man mal sagen. Flanke wieder. Und jetzt muss doch mal ein Konter her. Ja. Luis Gustavo spielt das gut auf Shaqiri. Und der muss jetzt mal gucken. Er kommt jetzt da alleine durch. Muss jetzt stoppen. Und das ist Sané. So, Sané. Super Ball rübergespielt. Den kriegt aber Luis Gustavo nicht mehr. Jetzt ein schlechter Abstoß von Riemann. Und Shaqiri und Co. können sie das nutzen. Von 2 attackiert der Shaqiri. Spielt das nochmal rüber zu Durm. Kein Ball war im Aus. Shaqiri, gut gespielt auf Durm. Der kann schießen, das wissen wir. Riemann aber diesmal dran. Shaqiri dribbelt alle aus, hat er richtig gut gemacht. Jetzt Holpi, wenig gesehen, jetzt wieder Shaqiri. Super Trick von Shaqiri und dann kommt das 4:1. Shaqiri, und das war mal richtig nice gedribbelt von dem Schweizer Ex-Bayern-Spieler und Stoke City eigentlich. Das war überragend. Und dann... weiß ich gar nicht. Ist es sein erstes Tor? Ich glaube, sein zweites Bundesliga-Tor für uns. Ich bin mir gar nicht ganz so sicher. Die letzten Minuten laufen. Bullo und nochmal mit einer Flanke. Stolz dazwischen. Und jetzt wollen wir nochmal kontern. Kommt noch das 5:1. Oder kommt überhaupt noch ein Tor? Luis Gustavo. Simpel, aber gut gemacht. Mit seinem Dribbling. Raus auf Emre Can. Muss stoppen. Nimmt alle auf sich. Shaqiri sieht, dass Luis Gustavo gelaufen ist. Luis Gustavo. 5:1. Jetzt widerspiegelt sich doch wieder alles. Dass wir Tabellenführer sind und die Bochumer aktuell letzter. Gut gemacht von Emre Can. 3 auf sich genommen. Shaqiri nimmt noch welche auf sich. Und dann perfekt zu Luis Gustavo gespielt. Das war jetzt wirklich wieder Schnieker-Fußball. Gibt's nichts zu meckern. Ganz klar.
Jetzt ruft er auch nochmal Luis Gustavo ran. Letzten Minuten laufen. Und das ist natürlich gegessen für Bochum, ist natürlich klar. Und wir freuen uns, dass wir unsere Tordifferenz nochmal ein Tickchen verbessern konnten. Und mal gucken, was gegen Eintracht Frankfurt geht. Vielleicht kommen da auch nochmal ein paar Dinger raus. Aber nochmal Bochum jetzt mit Bulut. Super von Shaw abgelaufen. Aber die Flanke, es war wie eine Flanke ausgesehen, aber war natürlich keine. Emre Can. Luis Gustavo. Wieder schön gestoppt. Schöner Trick von Holtby auf Emre Can. Und der lässt Shaqiri nochmal starten. Shaqiri 6:1. Und ich glaube, damit ist es der höchste Sieg der Vereinsgeschichte unter meiner Hand mit FIFA 16. Mit FIFA 16, vielleicht sogar FIFA 15, ich weiß es nicht. 6:1. Und wieder einmal ist es die Endphase, die Bochum da in so eine Bredouille reinbringt, in so eine Problemsphase reinbringt. Shaqiri mit einem Doppelpack. Ja, jetzt müssen wir mal gucken. Kane, Shaqiri, Luis Gustavo und wieder Shaqiri. Zwei Spieler mit Doppelpack. Sané geht leider ein bisschen unter. André Correa auch und wir gewinnen. 6:1 im eigenen wunderschönen Volksparkstadion. Das ist doch mal wirklich verrückt. Da wird die Folge schon wieder länger, als ich überhaupt erhofft habe, weil mal wieder, ja, so viel passiert. Und, wer hätte das gedacht? Ich bin gespannt, wie jetzt gleich die Tabelle aussieht und dann wie das Spiel gegen Eintracht Frankfurt laufen wird. Die Tabelle sieht jetzt so aus. Der Hamburger SV nach 25 Spielen auf Platz 1 mit 64 Punkten, 56 Tore, 12 Gegentore, 44 Tordifferenz ist eigentlich, das ist Bayern-Niveau, was wir hier spielen. Und das ist das allererste Mal so für alle neuen Zuschauer. Denkt nicht, dass es immer so ist, dass die allererste Saison. Wenn ihr Kritik daran habt, wie gesagt, bitte guckt euch erst die anderen Saisons an, vielleicht auch die von FIFA 15, dann wisst ihr, dass das was ganz Besonderes gerade ist. FC Bayern München auf Platz 2 mit 58 Punkten, hat wieder ein bisschen gewackelt und deswegen ist der Abstand wieder bei 6 Punkten und nicht bei 5. Schalke auf Platz 3 mit 54 Punkten, hat auch anscheinend verloren, deswegen ist der Abstand, muss verloren haben. Der Abstand ist wieder 4 Punkte auf die Bayern. Dortmund hat wohl auch verloren. 7. Niederlage ist schon krass. Und ist mit 40 Punkten weiterhin auf Platz 4. Und Wolfsburg und Berlin sowie Hoffenheim, die rücken da nochmal ran. Und Wolfsburg spielt sogar noch. Also Dortmund ist noch nicht safe mit Champions League. Bremen, oh, hoppala. Das können wir auch mal demnächst noch alles abklappern. So, wie gesagt, Bremen ist auf dem Relegationsplatz runtergerutscht. Ingolstadt hat einen Punkt gemacht, ist auf Platz 17 mit 21 Punkten aber wieder dran. Und Bochum verliert so ein bisschen durch diese Niederlage den Anschluss. Das ist natürlich ein bisschen bitter für die Bochumer. Und jetzt in dieser Folge, jetzt geht's gleich direkt rein, spielen wir gegen Eintracht Frankfurt. Und wenn wir gewinnen, kann Frankfurt auch richtig in dieses Schlamassel noch reinrutschen. Und wir kommen immer näher dem Traum nahe. Ja, deutscher Meister zu werden, das wird richtig geil. Auf geht's in die Partie gegen Eintracht Frankfurt. Es ist nebelig hier in der Commerzbank Arena. Eintracht Frankfurt empfängt den Hamburger SV. Es wird nach dem Wahnsinn 6:1 gegen Bochum. Ja, ein interessantes Paar Spiele, ist auch ein interessantes Spiel. Wo wir jetzt stehen. HSV mit 64 Punkten auf 1. Die Bayern haben schon gewonnen. Das heißt, wenn wir heute verlieren sollten, seht ihr, sieht das gar nicht mehr so lustig aus. Deswegen müssen wir natürlich weiterhin Gas geben. Wir dürfen noch nicht träumen und feiern. Wir können ja noch alles verlieren. Heute Fokus Shaqiri, 2 Tore im letzten Spiel. Und der hat auch in der E-Mail drum gebeten, von Anfang an spielen zu dürfen. Und das gönne ich ihm auch heute auf der linken OM-Seite. Coutinho im Zentrum, Stolz und Holtby nur auf der Bank. Eintracht Frankfurt spielt mit Thomas Kraft im Tor, Gnowski, Andersen, Abraham und Olczypka. Da hinten drin Medojevic, Mala, Malmann, Stenderer da vorne. Schiplock ist im vorne in der Offensive mit dem Griechen, wenn ich das richtig gesehen habe. Und die Hamburger spielen heute so mit Sané und Kane vorne. André Correa mir zurzeit ein bisschen zu schwach, deswegen nur auf der Bank. Luke Shaw, Riedewald, Ginter, Durm natürlich dort. Coutinho, Can im Zentrum. Costa wieder rechts, Shaqiri links. Sané als Mittelstürmer und Kane heute als Stürmer. Ich würde sagen, auf geht's in die Highlights. Ich bin gespannt, wie dieses Spiel ausgehen wird.
Frankfurt mit der ersten Aktion. Okcipka. Wir sind in den ersten Minuten und Frankfurt könnte hier schon in Führung gehen. Gutell. Dritte Minute. HSV hat Anstoß gehabt, hat aber gleich es verbockt und dann kam schon diese Aktion für die Frankfurt dabei raus. Die nächste Aktion für die Frankfurter. Aber Hennings hat alles merkwürdigerweise im Griff. Das sah aber nicht so gut aus. Bisher sind wir noch gar nicht im Spiel rein. Nächster Fehler. Und Shiplock, der Ex-Hamburger, versucht es hier mit dem nächsten Versuch. Emre Can. Und der zieht einfach mal ab. Emre Can. Und Thomas Kraft muss aufpassen. Jetzt Douglas Costa. Richtig gut gespielt. Coutinho kriegt den Ball nicht richtig. Und zumindest den Fuß nicht richtig an den Ball oder spielt sich ordentlich. Und deswegen geht der Ball nicht ins Tor. Müsste eigentlich ein 100%iger sein. Kann Kraft aber nochmal glücklich sein. Costa, Sané, Coutinho. Und Sané hat sich richtig gut freigespielt. Sané und Kraft. Jetzt sind die Hamburger angekommen. Es hat 10 Minuten gedauert, bis sie irgendwie das Spiel reingefunden haben. Und jetzt die nächste Chance schon in diesem Spiel. Mal durch Leroy Sané. Jetzt gibt es die darauf folgende Ecke. Durch Emre Can ausgeführt. Wir machen mal wieder was Weites auf Douglas Costa. Aber diesmal kriegt das nicht so schön hin, wie er schon mal so ein schönes Türchen gemacht hat. Schade. Und jetzt Frankfurt mit der Möglichkeit zur Führung. Hennings ist geschlagen. Aber der Ball geht daneben. Oh Mann, das war schön gespielt von den Frankfurtern und das wirkte sehr realistisch, aber leider daneben. Ja, das Radar bringt mir leider nicht so viel, beide schwarz. Das Radar durfte ich leider im Crash Master nicht ändern auf die neuen Trikots, deswegen bringt das Radar gerade nicht so viel. Und jetzt der Fehler von Luke Shaw, Ständerer. Und der beste Mann bisher auf dem Platz wird hier umgemetzelt. Vielleicht eine schlimmere Verletzung, vielleicht auch nicht. Okcipka jetzt erstmal über die linke Seite. Nächste Aktion für Frankfurt. Oh, das ist gut gespielt. Das ist gut gespielt. Coutinho dazwischen. Und nochmal Coutinho mit der Spitze. 25. Minute. Frankfurt macht eine tolle Partie. Wieder Eintracht Frankfurt. Shiplock. Frühe Grätsche von Shaw. Der stört ihn auch. Das macht auch gut. Aber Shiplock bleibt dran. Shiplock und Ginter war noch. Also Frankfurt, Ballbesitz gefühlt 80-20 und macht hier eine richtig gute Partie oder vielleicht bei HSV einfach nur eine schlechte Partie, da können wir uns drüber streiten. Ginter rettet hier den nächsten Schuss, Ecke für die Frankfurter und der ist gar nicht mal so schlecht, Anderson. Eigentlich wird er nicht so ausgesprochen, weil er ist kein Schwede, so wie ich weiß, trotzdem. So, wie der Abschluss war wieder schlecht von Hennings und deswegen kommt wieder Eintracht Frankfurt in eine Offensivaktion. Wir kommen zu gar nichts, also wir hatten gerade ein paar Szenen Anfang an gespielt, aber jetzt spielt nur noch Frankfurt. Die Möglichkeit und Hennings und jetzt muss mal irgendwie eine Aktion entstehen, dass wir mal den Frankfurt ein bisschen den Marsch blasen. Geh! Emre Can verliert aber auch wieder den Ball. Ständerer, gut gespielt wieder. Und die nächste Aktion, Hennings. Coutinho auf Emre Can. Jetzt ist endlich mal Platz. Kane ist gestartet. Kane kommt jetzt unverdiente Führung. Kraft macht eine super Parade. Die Ecke. Machen wir mal eine kurze. Auf Coutinho. So, Coutinho. Was machen wir draus? Gar nichts wahrscheinlich, wie ich mich kenne. Costa. Immer noch Costa. Oh, da sollte er zu Sané spielen. Der war ja mehr als frei. Riedewald. Jetzt spielt der Turm an und deswegen die Mega-Chance jetzt für Frankfurt. Konter. Was machen sie draus? Achtung. 42. 43. Minute. Castaneiros. Die Flanke wird zu einem Aus. Und deswegen gibt es einen Abstoß in den letzten Minuten. Oh Mann, langen Abstoß. Irgendwas müssen wir jetzt mal verändern. Bisher gefällt mir das heute hier gar nicht. Und denkt dran, die Bayern haben schon nachgerückt. Die sind mit 61 Punkten und wir haben 64 dran.
Bei einem Unentschieden hätten wir natürlich 65 Punkte, ganz klar. Aber trotzdem, hier ist noch nichts gegessen, was den Titel angeht. Oh, ich hätte jetzt Bock auf Kuchen. Oder eine Pizza. Pizza und Kuchen. Chiplock. Nachspielzeit läuft. Hennings. Wir müssen auf jeden Fall was ändern in der zweiten Halbzeit. So geht das nicht weiter. Das muss ein Handspiel gewesen sein, für mich persönlich. Aber es geht weiter mit Durm und Emre Can. Und jetzt Shaqiri und ja, Harry Kane hat gar keine Lust, den Laufweg zu starten als Stürmer. Und deswegen ist Halbzeit 0:0 zwischen Eintracht Frankfurt und HSV. Da haben wir gegen Bochum schönere Spiele erleben dürfen in dieser aktuellen Folge. Was sollen wir machen? Geht eben nicht immer alles. Jetzt hoffen wir, dass in der zweiten Halbzeit ein bisschen besseres Spiel wird von den Hamburgern, weil so geht das nicht weiter. Harry Kane gegen alle alleine. Kommt da irgendwie durch, dann macht das überragend der Engländer. Und jetzt auf Sané, den Deutschen. Sané macht da gut. Sané, der andere und der nächste, das war aber nix. Schöner Versuch, da hat einen Trick von Emre Can zumindest. Hat aber nicht geklappt, schade. Mallmann, Konterchance, Stenderer, schön gespielt. Und jetzt kann die große, verdiente Führung kommen. Chiplock wird umgemetzelt, es war kein Foul. Krass, was geht hier ab, Leute? Douglas Costa und jetzt der Konter auf der anderen Seite. Schnelles Spiel gleich am Start dieser zweiten Halbzeit. Sané rüber zu Costa. Und der will natürlich eigentlich zu Kane spielen. Aber jetzt hat Shaqiri nicht mehr den Ball bei Ignoski. Hat aufgepasst. Oh, das war jetzt aber eine harte, umstrittene Situation. Muss man schon ehrlich sagen. Und Shaqiri holt sich hier den Ball wieder. Aber das war dann doch zu viel Einsatz. Es gibt Freistoß für die Adler. Und ja, kommt schon der frische Mann, der Frankfurter, der will jetzt hier die Entscheidung machen. Kartleck mit der Flanke und Hennings faustet das neuermäßig einfach mal gechillt weg. So gehört sich das. Oh Mann, das ist ein spannendes Spiel. Es könnte ein 0-0 werden, Leute, weil es ist ausgeglichen. Sané hat einen schönen Trick gemacht, das war richtig gut. Jetzt mal endlich ein bisschen Platz für Douglas Costa. Es wird jetzt mal Zeit für ein Tor. Douglas Costa und da ist es. Unverdient 0:1. Es ist wirklich eigentlich unverdient, muss man ganz offen zugeben. Und ihr wisst, ich bin ein fairer Sportsmann und da kann ich sowas auch offen zugeben. Frankfurt war heute komplett eigentlich das ganze Spiel die bessere, überlegenere Mannschaft. Und dann kommt ein super Konter und Douglas Costa nutzt einen krassen Winkel aus und macht die Führung gegen Eintracht Frankfurt klar. Stolz. Schön gespielt auf Sané. Und der macht es nochmal gut auf Shaqiri, aber das wird nichts. Letzten 9 Minuten laufen. Und wir müssten eigentlich mal ein bisschen Zug machen hinten, habe ich das Gefühl. Weil wir führen ja 1-0 und lassen gerade Frankfurt ziemlich kontern. Da muss man jetzt mal ein bisschen defensiver gehen. Und schön jetzt gemacht hier. Sané kriegt den Ball noch gespielt zu Shaqiri. Und das ist gut gespielt. André Correa, der frische Mann. Und da kommt das 2:0. Und er macht endlich mal wieder ein Tor. Wichtig, weil er ist einer der besten Goalgetter dieses Jahr in der Bundesliga und vom HSV. Und muss ja mitmachen bei der Thema Torjägerkanone. Ist doch ganz, ganz klar. Am Ende war es mal wieder Erfahrung gegen Müdigkeit, würde ich sagen. Oder Stärke gegen Müdigkeit. Frankfurt, für mich persönlich gesagt, 70 Minuten lang die bessere Mannschaft und dann kam eben doch ein bisschen die Intelligenz und die Kraft und die Star-Qualität des HSVs. Und die geht vielleicht auch nochmal weiter. Nee, jetzt kommt nochmal Frankfurt, vielleicht mit dem Anschlusstreffer. Jetzt, warum schießt er denn nicht? Jetzt Hennings! Gute Aktion von Kartleck. Aber wir haben halt einen Hennings im Tor. Gut geklärt und jetzt vielleicht eine Konterchance. Nein, Mallmann, der eigentlich vorhin verletzt war, bekommt die Pille nochmal. Kraft spielt noch damit. Das ist gar nicht mal so schlecht. Und jetzt könnten wir vielleicht mal auch schade gerne ein Tor gemacht, weil Kraft noch nicht im Tor war. Aber jetzt kommt vielleicht der Anschlusstreffer. Und wieder Hennings, der will heute unbedingt die Null. Das ist ja, ich feiere gerade den Hennings mehr wie die Goalgetter von uns heute. Das ist ja der Wahnsinn, was der heute hält. Kraft ist wieder da. Wir sehen 10:7 Schüsse, also mehr Schüsse von Frankfurt. Und jetzt vielleicht die Chance, das klar zu machen, dass Kraft nicht mehr drin ist. Nee, es geht hier nur noch ab.
Abraham, Stenderer, Katlek, Hasebe und die nächste Chance, sie ist noch nicht. Na doch, jetzt. Nachspielzeit läuft. Vielleicht nochmal Kraft, aber was will Kraft denn da noch? Die können doch niemand unentschieden spielen. Es hat doch gar keinen Sinn mehr. Warum die ja so krass jetzt rangehen, die Frankfurter. Und jetzt die Chance eventuell. Nein, es ist wieder nicht die Chance, Kraft da zu ärgern. Jetzt vielleicht mal. Wir müssen in der eigenen Hälfte sein von den Frankfurtern. Und das ist jetzt Angel Correa. Kraft will noch ran, aber das Ding kullert rein. Ist das bitter. So was erlebt man aber auch nicht jede Folge oder jedes Spiel. Wunderbar. Aber Kraft, wie bitter, er wäre fast noch dran gewesen. Und das war Real Life Mega Like. Schade für Thomas Kraft. Und der Ball kullert rein. Wie gesagt, man muss in die zweite Hälfte kommen. In der ersten Hälfte schießt der Spieler einfach nur weg. Und das ist gelungen. Angel Correa macht einen Doppelpack. Das ist eigentlich in seinem Verhältnis gerade unverdient. Aber er macht es wenigstens. Und das ist sehr, sehr, sehr gut. Und sowas sieht man halt auch nicht alle Tage. Sehr, sehr schön. Ja, müssen wir mal am Ende der Folge gucken, wo Angel Correa jetzt steht. Vielleicht wieder auf der Platz 1 in der Torjägerliste. Jetzt ist erstmal Abpfiff. 3:0 gewonnen gegen Eintracht Frankfurt. Damit rutscht Frankfurt mehr in die Krise und wir machen den Abstand auf die Bayern wieder gleich. Das ist auch ganz wichtig zum Thema Titelkampf. Und wir kommen immer näher, dass wir diesen Titel gewinnen können. Und das wäre wirklich mega überragend. Das muss man schon sagen. Schauen wir uns einfach mal die Tabelle an, wie die gelaufen ist. Heute Man of the Match natürlich Angel Correa. 2 Schüsse, 2 Tore. So läuft's für einen Stürmer. Und jetzt die Tabelle. Und da sehen wir, Hamburger SV auf Platz 1 mit 67 Punkten, also 6 Punkte noch weg von den Bayern, wie ich schon gesagt habe. Die Bayern 61 Punkte und es sind halt nur noch 8 Spieltage. Das heißt, es wird jetzt immer ernster und spannender. Schalke hat den Anschluss komplett verloren und damit ist wohl auch der Vizemeistertitel vorbei. Die Bayern bleiben noch hartnäckig zum Thema deutscher Meister. Dortmund kämpft noch, aber sieht immer besser aus. Auf Platz 4 mit 43 Punkten gegen Wolfsburg und Dortmund. Wolfsburg auf Platz 5 mit 39 Punkten. Stuttgart auf Platz 6 mit 37 Punkten. Hertha BSC auf Platz 7 mit 35 Punkten. Hoffenheim auf Platz 8 mit 35 Punkten. Da unten Bremen bleibt auf dem Relegationsplatz mit 25 Punkten. Ingolstadt Bochum verlieren jetzt doch ein bisschen langsam den Anschluss mit 21 und 20 Punkten so rum. Ist natürlich ein bisschen schade. Besonders für die Ingolstädter, die so lange jetzt in der Liga es geschafft hatten. Ja, was war das bitte für eine geniale Folge, lieber Bro? Es gab ganze 10 Tore für dich zu sehen in 2 Spielen. Das ist mal richtig krass und hat richtig viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Es gibt in Zukunft wieder mehr Einzelspiele-Folgen. Wir wollten nur ein bisschen mal was aufholen. Es gibt jetzt einige krasse Spiele, die auf uns zukommen. Die Bayern kommen demnächst, das Nordderby gegen Bremen kommt, Schalke kommt. Also es kommen Hammer-Spiele auf uns noch zu. Das nächste Spiel ist gegen Valencia und da wollen wir natürlich gewinnen. Das ist doch ganz klar und ins Viertelfinale der Champions League einziehen. Deswegen, wenn du es noch nicht getan hast, abonniere mich, das würde mich freuen. Und lass doch einen Daumen da. Vielen Dank, lieber Bro, dass du zugeschaut hast. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!